Wenn es in den eigenen vier Wänden keinen Schutz mehr gibt, wenn Sie und Ihre Kinder bedroht sind, wenn Sie in ständiger Angst leben müssen, weil Ihr Partner gewalttätig ist und immer wieder zuschlägt, dann kann das Frauenhaus Ihre Rettung sein. Für Frauen in Not ist es häufig der einzige Zufluchtsort. Doch was, wenn es dort keinen Platz gibt? In Nordrhein-Westfalen herrscht ein Mangel, den es eigentlich nicht geben darf. In Deutschland ist jede vierte Frau im Laufe ihres Lebens Opfer von Gewalt. Ich hatte halt auch blaue Flecken im Gesicht. Also vom Greifen am Kiefer. Oder das tat alles weh, auch wenn man das so nicht. Es tat tagelang einfach nur weh. Vom Festhalten, vom Wegdrücken. Alleine in NRW wurden 2015 mehr als 26.000 Fälle häuslicher Gewalt immerhin angezeigt. Betroffen sind meistens Frauen. Ich habe das überschminkt, aber ich bin jetzt auch kein Maskenbildner. Ja. Und dann war es einfach offensichtlich. Diese Frau hat es geschafft. Sie konnte sich in ein Frauenhaus retten. Mit ihren beiden kleinen Kindern. Drei Anläufe brauchte sie, bis die Situation völlig eskaliert ist. Die Kinder, die waren immer der Grund dafür, dass ich geblieben bin. Aber im Endeffekt sind sie auch der Grund dafür, dass ich gegangen bin. Das ist einfach schwierig. Ich wollte nicht, dass die dieses Bild mitbekommen. Papa ist derjenige, der übermächtig ist im Prinzip, der schreit, der die Mama so behandeln darf. Und Mama ist die kleine Schwache, die auf der Erde liegt und brüllt und nichts auf der Kette kriegt. Und das geht nicht. Barbara Kaupen leitet ein Frauenhaus im Ruhrgebiet. Sie hat 17 Plätze für Frauen in Not. Mit Kindern oder ohne. Wir hatten vor 3 Wochen ein Zimmer hier frei. Und dann ist es so, dass wir 30 Anrufe haben an einem Tag von Frauen mit Kindern, ohne Kinder, die einfach Aufnahme hier finden möchten. In NRW gibt es 70 Frauenhäuser mit rund 1200 Plätzen. Die meisten Einrichtungen bekommen Zuschüsse vom Land. Durch ein Ampelsystem können die Frauen im Internet sehen, wo etwas frei ist. Manchmal sind alle Häuser voll belegt, also rot markiert, vor allem in Ballungszentren. 2016, so schätzen die Mitarbeiter, mussten in NRW fast 7.000 Frauen abgewiesen werden. Die zuständige Ministerin schiebt die Verantwortung auf die Frauenhäuser. Natürlich können die Frauenhäuser, weil es eine Pauschalfinanzierung ist, ja auch in bestimmten Bereichen Plätze aufstocken. Wir haben Frauenhäuser mit ganz unterschiedlichen Platzzahlen, die aber die gleiche Grundfinanzierung bekommen. Also auch das ist eine Entscheidung der Frauenhäuser, wie und in welcher Umgebung und mit wie vielen Plätzen sie letztendlich das Frauenhaus einrichten. Barbara Kaupen fragt sich, wie sie mehr Plätze schaffen soll. Die Pauschale vom Land deckt höchstens 60% ihrer Personalkosten. Mehr Frauen und Kinder in ihrer Einrichtung bräuchten auch die nötige Fürsorge. Ihre Mitarbeiter sind schon jetzt mehr als ausgelastet. Die Frauenhäuser sichern sich ihr Dasein durch freiwillige Zuschüsse des Landes und der Kommunen. Ohne eigene Ressourcen wie Spendengelder könnten sie nicht existieren. Mit knapp 9,5 Millionen Euro unterstützt das Land dieses Jahr die Frauenhäuser. Enthalten sind auch neue Fördergelder. Die sind aber ausschließlich für neue Projekte gedacht. Das bedeutet, dass Frauenhäuser Anträge stellen konnten und jetzt Mittel bekommen, um dann so ähnlich wie es im betreuten Wohnen ist, Außenwohngruppen zu machen oder um Frauen in den Wohnungen zu begleiten, um bei der Wohnungssuche aktiver zu helfen, dass die Frauen, die eigentlich nicht mehr den Schutz im Frauenhaus brauchen, aber Unterstützung brauchen, einen neuen Weg haben. Dafür sind wir auch dankbar und die Kolleginnen spüren auch die Erleichterung, die das bringt, aber es ändert eben nichts an der grundsätzlichen Tatsache, dass es zu wenig Frauenhausplätze gibt. Diese junge Frau ist Schülerin. Müsste sie sich nicht verstecken, würde sie jetzt eigentlich Abitur machen. Ihre Eltern und ihr Bruder hätten plötzlich ihren Freund nicht mehr akzeptiert. Sie sei massiv tyrannisiert und kontrolliert worden, über Monate. Auch psychische Gewalt treibt viele Frauen in die Ausweglosigkeit. Ich weiß nicht, wie weit die noch gegangen wären. Ich hätte nicht gewusst, wo ich sonst hätte hingehen sollen. Ohne diesen Platz wäre ich auf der Straße gelandet. Frauen müssen einen Tagessatz für die Unterkunft bezahlen, bis zu 70 Euro. Nur wenn sie Anspruch auf Sozialhilfe haben, übernimmt das Sozialamt diese Kosten. Schülerinnen haben das in der Regel nicht. Ohne die Spendengelder könnte sie nicht bleiben.
Im Grunde geht es um was ganz Einfaches, nämlich die Frau ist von Gewalt betroffen und braucht Schutz. Und wir fangen dann an, darüber zu reden, ja, wie ist denn dein Aufenthaltsstatus und wie ist deine finanzielle Situation? Und das ist eben auch Alltag in den Frauenhäusern. Und deswegen brauchen wir einfach eine andere, eine institutionelle und gesetzlich verankerte Finanzierung. Sie hat durch die Odyssee ihren Job verloren. Das Sozialamt ist für sie eingesprungen. Alles zwangsläufig, weil sie ihre Heimat verlassen musste. Ohne das Frauenhaus hätte ich es persönlich höchstwahrscheinlich wieder nicht geschafft. Man steht da ja wirklich wie Ochs vorm Berg und denkt, was mache ich denn jetzt als allererstes? Was ist wichtig? Es sind so viele Dinge zu klären. Und dann sind die Frauen hier, die natürlich einen kühlen Kopf haben und die kennen das alles. Die nehmen dich an die Hand und sagen, wir gehen jetzt zum Beispiel Jobcenter und kümmern uns jetzt darum, dass eure Existenz gesichert ist. Ja, für mich war das der Grund, warum ich das jetzt geschafft habe. Ohne hätte ich es nicht geschafft. Ihren Mann hat sie angezeigt, er darf sich ihr nicht nähern. Seit 2 Wochen lebt sie mit ihren Kindern in einer eigenen Wohnung. Ihr Platz im Frauenhaus war nach wenigen Minuten wieder belegt.